Das Neueste aus der Region wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi vom Keller bis zum Dach. Herzlich willkommen bei Neumarkt TV, heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich dieser Nussschnecke. Das ist nicht irgendeine Nussschnecke, sondern das ist eine gerettete Nussschnecke. Wer sie gerettet hat und wovor, das erfahren wir jetzt. Wir sind eine Umweltorganisation. Wir setzen uns ein für die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Viele Betriebe produzieren ja aus verschiedensten Gründen zu viel oder haben Überschüsse am Ende des Tages. Und da sind wir dann da und holen die Sachen ab, bevor sie in der Tonne landen würden und sorgen dafür, dass die noch eine weitere Verwendung finden, dass die also dem Verzehr zugeführt werden und nicht im Müll landen. Ganz oft sind es auch Sachen, die einfach schon geöffnet sind, zum Beispiel aufgerissene Verpackungen, Sachen, die Druckstellen haben oder so. Also da ist eigentlich alles durch die Bank dabei. Wie der Tag vom Foodsaver abläuft, im Endeffekt heißt es früh mal kurz aufstehen, dann ins Auto gesetzt und zu einer Bäckerei gefahren. Da habe ich einiges gerettet. Danach habe ich gleich mal ein bisschen geguckt, was könnte ich wohin geben. Bin dann zum Kindergarten gefahren, hab da gleich ein sehr großes, volles Blech abgegeben mit Backwaren und was Deftigen, Belegten. In dieser Woche sind die Lebensmittelretterinnen gleich bei zwei Veranstaltungen dabei. Am Dienstag sind wir im Evangelischen Bildungszentrum. Die haben da gerade eine Umweltreihe und da stellen wir Foodsharing nur ganz kurz am Rande vor. Uns geht es im Endeffekt um die Nachhaltigkeit. Wie lagere ich Produkte, zum Beispiel die Lebensmittel, so dass sie nicht schnell verderben und dass wir auch euch nochmal im Endeffekt aufmerksam drauf machen, was eigentlich überwiegend weggeschmissen wird und was kann man eigentlich da vermeiden. Ebenfalls mit von der Partie sind Sie beim Green Picknick der Stadt am Freitag. Es geht von 15 bis 17 Uhr im Landesgartenschaupark neben der Arena. Ist ganz locker und ungezwungen. Jeder sollte einfach darauf achten, dass man mit nachhaltigen Materialien ankommt. Es geht hauptsächlich darum, Einwegplastik zu vermeiden. Und auch da wird nochmal darauf aufmerksam gemacht, wo fällt Lebensmittelverschwendung an? Wie kann ich mich selber konkret dafür einsetzen und in meinem eigenen Handlungsbereich da einfach darauf schauen, dass ich da möglichst ökologisch unterwegs bin.